Valentin hat Geburtstag. Was ist denn das? Ein Kipper. Ein Kipper. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe in der letzten Zeit super viele kleine VHS-Kassetten digitalisiert. Und, Moment, hier ist zum Beispiel eine, die ich habe. Mein Vater hat früher eine VHS-Kassetten aufgenommen von mir, Valentin, als kleiner Stöpsel. Ich glaube, ich habe euch das schon mal einen Ausschnitt davon gezeigt. Ich werde euch hier in dem Video auch ein bisschen was zeigen. Aber in diesem Video soll es darum gehen, wie man solche VHS-Kassetten oder auch große VHS-Kassetten digitalisieren kann. Ich will, bevor es losgeht, noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar gibt es verschiedene Kassetten. Zum Beispiel das hier. Ihr könnt mal gucken hier. Das ist jetzt Dora Strand. Das ist eine Freizeit, die mein Vater veranstaltet hat. Und ihr könnt jetzt hier sehen, hier drüben, dass hier steht SVHS. Es gibt nämlich nicht nur normale VHS-Kassetten, sondern es gibt noch SVHS, Super VHS. Die haben quasi eine höhere Auflösung, bessere Qualität gehabt. Allerdings hat sich das Format nie wirklich so verbreitet. Und es gibt zum Beispiel auch DVHS und bestimmt noch ein paar weitere, die ich nicht kenne, weil das einfach nicht meine Generation ist, die sich damit beschäftigt hat. Das Ding ist, man braucht das entsprechende Abspielgerät, um so ein Ding zu digitalisieren. Und ich hatte einige an VHS-Kassetten hier. Das ist gar kein Problem, dafür findet man noch gut Abspielgeräte im An- und Verkauf oder auf eBay, Kleinanzeigen oder auch normal eBay. Aber für die SVHS, die ich hier hatte, das war richtig kompliziert, da ein Abspielgerät zu finden. Im Endeffekt habe ich dann auf eBay 80 Euro dafür gezahlt, aber ich denke, das Gerät werde ich wahrscheinlich auch für den gleichen Preis wieder loswerden können. Aber da was zu finden, was noch geht, ist wirklich gar nicht so einfach. Okay, was brauchen wir für den Prozess, um das Ding, um diese Kassetten digitalisieren zu können? Zum einen brauchen wir ein Abspielgerät, das heißt ein VHS-Player. Wenn ich SVHS habe, natürlich ein SVHS-Player. Und wenn ich ein DVHS habe, natürlich ein DVHS-Player. Was passiert, wenn ich ein SVHS in einem normalen VHS-Player abspiele? Kann ich tun, gar kein Problem. Allerdings entstehen dann dort sehr viele Artefakte und das Bild sieht komisch aus und einfach nicht schön. Auch der Ton passt nicht. Deswegen braucht man dafür den entsprechenden Player. Kann ich aber theoretisch machen. Also, ich brauche einen Player, SVHS, VHS-Player, was auch immer. Dann brauche ich natürlich einen Computer, auf den ich das Ganze aufnehmen kann. Und ich brauche ein Umwandlergerät, was quasi aus diesen drei Cinch-Anschlüssen, die da Video und Ton links und Ton rechts machen, oder S-Video und Ton links und Ton rechts und so weiter, im Endeffekt ein digitales Signal machen, was mein Computer dann über USB zum Beispiel aufnehmen kann. Oder ich habe eine Firewire-Schnittstelle, wo ich glaube, das benutzt heute keiner mehr. Es gibt auf Amazon einige dieser Wandler. Ich habe zum Beispiel hier einen gekauft für, ich glaube, 23 Euro. Der bringt seine eigene Software mit, zumindest in den meisten Fällen. Gibt auch ein paar teure von Elgato zum Beispiel. Also da gibt es einige. Kann man einfach mal gucken, was ihm gefällt. Die Software und das Produkt, was ich hier habe, funktioniert ganz gut. Also hier keine Werbung, ne? Alles selbst gekauft. Hat aber für mich den Job getan. Ich habe das damals gekauft. Und das Ding ist allerdings, dass die Software, die dafür geschrieben ist, auf macOS 10.15 Catalina nicht mehr laufen wird, weil es eine 32-Bit-App ist. Und da sagt einem jetzt schon macOS immer so, hey, das wird bald nicht mehr unterstützt. Also da der Hinweis, wahrscheinlich funktioniert das mit Windows besser, weil Windows keine Probleme hat, 32-Bit-Apps auszuführen. Aber Apple sagt, in der nächsten Version machen wir nicht mehr, das ist uns zu alt. Das also nur als Hinweis. Okay, zeige ich euch mal den genauen Ablauf, wie das funktioniert. Wie ich vorhin schon gesagt habe, brauchen wir zuerst den Player. Ich habe jetzt hier mal einen VHS-Player. Ihr seht auch, das ist sogar ein SVHS. Sieht man auch an diesem Zeichen hier unten. Und natürlich, dass da ganz groß Super VHS steht. Wie gesagt, sehr, sehr teuer das Ding. Werde ich auch wieder verkaufen, um mein Geld da wieder reinzubekommen. Aber was tut man nicht alles für die Hochzeit seiner Schwester? Genau, und ja. Hier hinten, ne, schließen wir an Strom an und dann entweder über SCART oder hier direkt über diese drei People-Popel-Chinch-Ausgänge, einmal Audio, ne, und gelb hier Video. Und ich habe jetzt hier einen SCART-Anschluss verwendet. Hier ganz wichtig, dass man den auf
kann ich euch mal zeigen. Der hat hier einen Ein- und einen Ausgangspunkt und es ist natürlich ganz wichtig, dass man den hier auf Ausgang stellt und dann schön vorsichtig reinschieben, nicht, dass man irgendwelche Pins abbricht. Ist mir auch schon passiert. So, und dann können wir das Ganze hier auch wieder ordentlich hinstellen. Sieht ja aus wie beim Möllers unterm Sofa. An dieses Skartkabel ist dann hier hinten dran, ne, das hat hier so Ausgänge, also diese Kabel, die kriegt man gebraucht sehr, sehr günstig. Die kriegst du in jedem An- und Verkauf oder auf eBay oder sowas oder auch auf Amazon, die kriegt man noch. Sind diese drei Kabel dann verbunden mit dem Digitizer. Das ist also das Ding, was aus dem analogen Videosignal dann tatsächlich ein digitales Signal macht. Das hat also auf der einen Seite die analogen Eingänge und auf der anderen Seite hier einen USB-Anschluss. Die Packung sieht übrigens echt billig aus, muss ich mal sagen. Funktioniert aber. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Damit habe ich alle meine Videos digitalisiert. Und dann kommt das Ding halt bei uns in den USB-Anschluss vom Computer. Ich lege das Ganze jetzt hier mal schön nach hinten. So, jetzt sieht es ein bisschen ordentlicher aus als vorher. Jetzt können wir uns dem Computer zuwenden. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist die Software zu installieren, die mit diesem Stick mitkommt. Der kommt hier mit einer CD, ich habe lange keine CD verwendet, kann man auch runterladen, hängt aber je nach Gerät zu Gerät ab. Die Software hier heißt jetzt bei mir Master AV Cap und das allererste, was man hier mal machen muss, man muss in die Sound Settings gehen und von Quelle hier auf Master AV Cap umstellen. Und ansonsten kriegt man hier einen Sound Loop und dann kann man sich hier die Lautsprecher kaputt machen. Das kann durchaus passieren. Muss ich meine mal kurz ausmachen, bevor das hier wieder passiert. Und dann können wir sowieso mal in die Video-Settings hier oben gehen und können hier so ein bisschen rumspielen. An sich habe ich gemerkt, das passt eigentlich alles. Ich habe jetzt Composite, das ist das gelbe Kabel. Wenn ihr jetzt das schwarze S-Video-Kabel habt, müsst ihr das hier auswählen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, ne? Sound Settings, auch hier kann man ein bisschen am Gain rumspielen, wenn es jetzt zu laut oder zu leise sein sollte, das Ergebnis, ändert man das hier. Die Sample Ratio kann man hier einstellen und so weiter und so fort. Kommen wir aber mal zum interessanten Part, denn wir wollen das Ganze jetzt ja digitalisieren. Ihr müsst nicht so ein Ding verwenden, ihr könnt natürlich auch alternativ zum Beispiel einen Camcorder verwenden. Habe ich auch einen hier, allerdings ist der kaputt. Und jetzt habe ich hier mal so eine Kassette aus so einem Camcorder. Na, hier, das ist jetzt Ungarn 1995, Urlaub mit meinen Eltern. Die passt natürlich nicht hier rein. Dazu brauchen wir noch eine Adapterkassette. Auch sowas habe ich hier. Auch die kriegt man für, ich weiß nicht, 10 Euro. Auch da muss man gucken, wenn ich jetzt hier SVHS habe, muss das natürlich auch SVHS unterstützen, nur damit ihr das sehen könnt. Und wie das Ganze jetzt so funktioniert, ich mache das hier unten auf, lege die Kassette hier hinein, schön vorsichtig, mache das zu. Und dann das Ding hat hier drüben zwei Batterien drin, hier auf der rechten Seite. Und dann ja, holt das Band hier oben raus, dass das jetzt quasi hier oben drin liegt. Ein richtig schönes Magnetband. Und jetzt kann ich das Ganze, kann ich hier den Player anmachen. Noch sieht man nichts auf dem Computerbildschirm. Aber wenn ich das Ganze jetzt hier einführe, dann wird das gleich losgehen. So, man hört, der Player macht hier ready. Und jetzt kann ich auf Play drücken. So. Es hört da zum Beispiel, es übersteuert ein bisschen. Ihr könnt also hier nochmal kurz in die Sound Settings gehen und unter Quelle den Gain ein bisschen nach unten stellen. Ich denke, irgendwie so um die 50 rum ist besser. Dann kann ich hier weiter abspielen. Ja, und das bin ich. Das bin ich, als ich klein war. Der kleine Valentin. 1995. Und natürlich copyrighted Musik, von daher muss ich ein bisschen reden. Aber es ist mein Papa, der uns gefilmt hat, mich gefilmt hat im Auto, als ich ganz klein war. Und natürlich, als schon immer Autobegeisterter, bin ich natürlich damals auch schon gefahren. Und komm, sehe ich nicht süß aus? So, jetzt will ich das Ganze gern digitalisieren, ne? Spule vielleicht ein Stück zurück. So,
Und dann gehe ich an die Stelle, wo ich gerne anfangen möchte zu digitalisieren, oder ich digitalisiere das gesamte Ding, gehe dann hier oben auf Record, kann hier noch die Größe einstellen, ich habe jetzt hier 640x480 und dann gehe ich hier auf Record und dann wird er mich fragen, wo er das Ganze hinspeichern soll. Ich habe jetzt hier schon einen Digitalisiert-Ordner, ich gebe einfach mal auf den Desktop und gebe das dem Namen Urlaub 1995 Ungarn. So, huch, na fast. So, .mov. Und jetzt drücke ich hier auf Save und dann fängt er an mit Aufnehmen und jetzt kann ich hier auf Play drücken und dann muss ich das Ding natürlich einmal durchrattern lassen, denn es ist ja analog. Ne? Das heißt, man muss jetzt warten, bis es einmal komplett durchgelaufen ist. Aber ihr seht schon jetzt die Szene, die wir gerade angeguckt haben, nochmal, wenn ich die da aufnehmen möchte, weil ich finde, dass ich da so süß aussehe und komm, ich sehe echt niedlich aus. vor allem diese Haare. Ne? Also die haben sich schon von Kindheitsalter bis in die Jugend gehalten und dann, als ich erwachsen wurde, dann bin ich sie losgeworden. aber das ist, ja, so digitalisiert man das. Am Ende drücke ich dann hier drauf und your movie has been recorded. Kann übrigens auch einstellen, ob ich den Ton hier anhören möchte, während ich aufnehme oder nicht. Und jetzt seht ihr schon, hier habe ich das Ganze und jetzt kann ich das ansehen. Auto, zeig mal. Und, ihr seht, ich habe es digital. Das ist, ne, ich kann jetzt hier drin rumspringen, kann das angucken, wie ich möchte. Aber ihr seht, das bin ich von einer Kassette. Jetzt ganz im echten Leben. Ne? Und dann ganz am Ende, wenn ich durch bin, spule ich das gesamte Ding zurück. Ich muss natürlich immer dabei sein. Es gibt hier in diesem Programm tatsächlich auch ein Feature, wo ich sage Record Duration, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte gerne 45 Minuten was aufnehmen, weil so lange sind die meisten Kassetten damals gewesen, zumindest diese kleinen. Ich habe aber gemerkt, dass bei mir das Programm zumindest dabei mal abstürzt, wenn ich das machen möchte. Und hier sieht man, erinnert ihr euch noch an Ameisenkrieg? Das hier ist Ameisenkrieg, so haben wir das früher mal genannt. Ja, aber so digitalisiert man eine Videokassette. Man braucht das Ding, einen Digitalizer und einen Computer und dann geht das schon. Und am Ende hat man sogar noch was, was man verkaufen kann. Aber wie gesagt, denkt daran, dass man entsprechend Speicherplatz braucht. Am Ende, na, die hängt hier ein bisschen so, kann ich das Ganze hier einfach wieder rausholen, indem ich das unten auf die Seite bewege. Und dann kann die nächste Kassette rein. Und so kann ich alte Kindheitserinnerungen digitalisieren. So, das war's. Jetzt habt ihr eure alten Kassetten digitalisiert, gute alte Erinnerungen endlich beibehalten. Und jetzt habt ihr sie als Video. Vielleicht müsst ihr sie noch ein bisschen beschneiden, vorne und hinten, damit das Ganze passt. Aber an sich könnt ihr damit jetzt verfahren, wie mit sonst auch allen euren Fotos und Videos. Je nachdem, wie viele Kassetten ihr habt, kann das natürlich entsprechende Daten, entsprechenden Speicher einnehmen. Also die Kassetten, ich habe jetzt hier knapp 90 Kassetten in den letzten 3-4 Monaten digitalisiert. Und die sind natürlich alle 45 Minuten lang. Und ich bin bei knapp 400 oder 500 Gigabyte rausgekommen. Und ich habe das Ganze jetzt, also ich habe OneDrive, nicht OneDrive, sondern ein Office 365 Abonnement. Da habe ich 1 Terabyte, da habe ich das dort hochgeladen und ich habe die Sachen bei Google Fotos hochgeladen und jetzt sind bei mir die nächsten Schritte, das dann zu schneiden, wie ich das gern möchte, so dass ich die ganzen Sachen dann entsprechend zum Beispiel nach Jahren sortiert oder nach Ereignissen sortiert in Alben einführen kann und halt das handhaben kann, wie ich das bei mir mit den Fotos mache. Ich benutze Google Fotos, damit bin ich sehr zufrieden und ich habe vor allem kostenlosen, unbegrenzten Speicher. Vor allem die Dinge haben ja auch nur 480p oder 576, je nachdem. Von daher ziemlich easy, da bleibt das alles in der Qualität erhalten, wie ich das auch ja, hier bei mir auf dem Rechner habe. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dem Video was mitnehmen. Und ja, viel Erfolg beim Digitalisieren eurer Daten. Ihr müsst natürlich nicht genau das gleiche Equipment wie ich hier verwenden. Ja, ihr müsst nicht genau diesen Digitalisierungs-Dings da verwenden. Ihr müsst nicht, also ob das jetzt so ein VHS-Player ist oder so einer, ist egal. Was für ein Computer ist, ist egal. Hauptsache, es funktioniert im Endeffekt. Und dass ihr ein Produkt kauft, was kompatibel ist. Also schaut in die Produktbeschreibung rein, was da für Kompatibilitäten aufgelistet sind von diesen Digitalisierungsdingern. Der Rest ist eigentlich relativ Standard. Viel Erfolg! Und dann viel Spaß mit euren alten Aufnahmen. Ciao.